Hallo Leute, ciao von André Unger. Lotto-Trading oder sowas, macht es Sinn, das große Gewinn zu suchen? Ja, es macht natürlich Sinn, das ist klar. Aber das Thema ist, soll ich in einer Richtung arbeiten, wo ich das Trading so wie eine Lotterie sehe, oder soll ich in einer Richtung arbeiten, sodass ich das Trading wie ein Geschäft sehe? Es ist klar, eine Firma verkauft Sachen oder macht was und diese Firma versucht regelmäßig zu gewinnen, sagen wir, zu verdienen. Normalerweise sucht die Firma nicht einen Sonderfall, wo sie unheimlich viel verdient und dann normalerweise Geld verliert. Aber beim Trading könnte das auch so gesehen werden. Will ich handeln und regelmäßig gewinnen. Regelmäßig gewinnen ist ein großes Wort, aber langsam, durchschnittlich gewinnen, oder suche ich das große Gewinn. Wenn ich noch jung war, war ich so 15 oder sowas, da gab es ein Spiel, Toto Calcio, ich weiß nicht, ob es auch in Deutschland war, da musste man 13 Ergebnisse vom Fußballspiel irgendwie richtig treffen. Nicht genau das, aber sondern 1x2, also zum Beispiel Bayern Borussia. Also wenn du denkst, dass Bayern gewinnen wollte, dann war es 1, keiner gewinnt x und Borussia gewinnt 2. Wenn man alle 13 richtig hat, dann hat man gut gewonnen. Mit 12 hat man auch etwas gewonnen. Es ist klar, wenn es keine Überraschung gab, dann waren die Gewinne einfacher und die waren kleiner. Gab es mehrere Überraschungsergebnisse, es gab nur einige wenige, die das richtig hatten und die haben sehr vieles Geld gewonnen. Ich habe immer gedacht, wäre es besser, das große Gewinn, das war noch in Lira, habe ich gedacht, so Milliarden in Lira gewinnen, oder wäre es besser, jede Woche so ein paar Millionen Lira nach Hause bringen, und ich habe gedacht, es wäre besser, jede Woche kleinere Gewinne mitbringen. Ich habe nur einmal gewonnen mit 12 und das war ganz wenig Geld, weil es sehr einfach war. Okay, es hat nicht geklappt und ich musste dann an der Börse handeln. Aber die Idee hatte ich schon. Für mich war es besser, etwas als Cashflow oder sowas zu haben. Aber gibt es auch Methoden, die das große Gewinn suchen können? Oder wenn es die große Bewegung gibt, diese Bewegung maximal nutzen? In Theorie ja, es gibt diese. Zum Beispiel Nassim Taleb, einige sagen, der sagte, ob er das wirklich gesagt hat, weiß ich nicht. Ich verliere jeden Tag, aber wenn ich gewinne, dann gewinne ich groß. So groß, dass ich alle Verluste wegschmeiße und habe sehr viel übrig. Stimmt das? Stimmt das nicht? Okay, im März hat ein Fund, wo er Berater war, 3600% gewonnen. Und das ist natürlich erstaunlich, aber das funktioniert leider nicht so einfach bei allen. Und sowieso, wie lange muss ich jeden Monat, jeden Tag, jedes Jahr verlieren, bis ich das große Jahr kriege? Das ist ein schwieriges Thema und psychologisch ist das wirklich nicht so einfach. Also es bedeutet nicht, ich verliere jeden Tag für ein paar Wochen und dann gewinne groß. Nein, das könnte jahrelang dauern. Bist du bereit, jahrelang zu verlieren, ohne pleite zu gehen, um zu warten, bis das große Jahr 3600% kommt? Ich nicht. Persönlich würde ich sagen, nein. Es wäre psychologisch zu schwierig. Und denke mal, wenn du dann in dem Fall für irgendwelche Gründe nicht im Markt bist, dann wäre es wirklich dramatisch. Aber okay, was Nassim Taleb gemacht hat, war out of the money, Put-Optionen zu kaufen. Er hat natürlich das Richtige gewählt, also er hat ein Wissen. Und wenn dann alles runterfällt, dann macht er großes Geld. Gibt es andere Methoden, damit er das Lottospiel schaffen kann? Ja, im Prinzip könnte man, wenn es die richtige Bewegung kommt, langsam, wenn man in der Bewegung natürlich schon drin ist, sobald man Gewinne aufbaut, diese Gewinne nutzen als extra Margin,
damit man neue Kontrakte kaufen kann. Das heißt, ich kaufe einen Kontrakt, nach einer Weile habe ich so und so viel Gewinn, Open Position Profit, also noch nicht Cash, es ist, Position ist offen mit dem Gewinn. Dieser Gewinn erhöht meinen Kontostand und mit dem neuen Kontostand kann ich zum Beispiel ein neues Kontrakt addieren und dann ein neues und so weiter. Also gibt es eine Möglichkeit, damit man das so als das Anti-Martingale, kann man sagen, oder Pyramiding, also damit man mehr und mehr verdient. Also es ist nicht ein, man kauft, wenn man im Verlust ist, also nachkaufen, wenn man eine verlierende Position hat, damit man ein niedrigeres durchschnittlicher Preis erhalten hat. Nein, das ist, habe mehr Geld, addiere ich Kontrakte. Und das ist, was ich normalerweise sage, es sollte so funktionieren bei den Position Sizing. Aber macht es Sinn in diesem Weg? Ich will dir mal zeigen, ich habe einen Code geschrieben, also nicht mein Kumpel, weil es war so langweilig, so einen Code zu schreiben, aber okay, ich habe Outing gemacht, das war mein Kumpel, aber er hat das geschrieben, damit man beispielsweise sieht, ob das wirklich funktioniert, wenn die große Bewegung kommt. Zeige ich dir sofort auf meiner Cloud. So Leute, das hier ist unser Code, wo wir nach einer Stufe von Profit, My Step, das geht bis 28, aber es könnte weitergehen, aber 28 ist schon genug, ich war einfach satt zu schreiben. Jedes Gewinn von MyStep addieren wir ein neues Kontrakt, a Short in dem Fall. Und wir haben ein Datum gewählt, nicht weil wir scharf sind, aber weil es ein Beispiel ist. Und wir wollten genau vor einem Tag, hier ist es, wo es eine riesengroße Bewegung gab, die wir nutzen wollten. Nutzen mit maximaler Gas. Okay, und das ist das Prinzip hier. Um zu sehen, ob das eigentlich funktionieren kann oder nicht. Also, diese Strategie haben wir mit, diese sind Zahlen, die sind nicht wichtig, aber das ist nur zu verstehen, wie es geht, okay? Wir sind auf dem Mini-SMP. Wir haben also eine Stufe von 5000 gewählt, weil das war die alte Margin von Mini-SMP, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht wichtig. Und 20.000 als Stop-Loss. 20.000 wäre zum Beispiel unser Kontostand. Das heißt, ich muss stoppen, weil ich kein Geld mehr habe. Das ist, wie gesagt, nur zu zeigen, wie es funktioniert. Und jetzt geht es los. Und okay, hier habe ich wieder eingestiegen, hier habe ich schon Geld verdient und bei mehr Geld könnte ich mehr verkaufen. Aber kleines Retracement wurde ich rausgeschmissen in Stop-Loss. Ich habe also alles verloren. Alles. Okay. Okay, dann du konntest jetzt sagen, ja, aber 20.000 war doch zu gering, zu knapp. Okay. Ich kann eine Optimierung laufen lassen zwischen 5.000 und 50.000, Stufe 5.000, um zu simulieren, wenn ich breitere Stops nutzen wollte. Und was passiert? Es passiert, dass ich immer verliere. Also in jedem Fall verliere ich das mein ganzes Konto, bis 50.000 in dem Beispiel hier. Und das ist natürlich schlimm, weil irgendwann kommt ein Retracement, was zu schlimm ist. Es wird irgendwann passieren, dass ich da unten komme und maximales Profit habe. Aber wie? Das weiß ich nicht. Zum Beispiel 7500, okay? Als Stufe. Also ich gehe langsamer. Hier hat es geklappt. Hier hat es geklappt, aber ich weiß nicht, wie es klappen kann. Das weiß ich nicht vorher. Die Größe von den Retracements, hier in der Mitte habe ich nichts gekauft. Wäre ich zum Beispiel auf Forex oder CFDs gewesen, könnte ich hier auch in der Mitte Kontrakte addieren, weil es gibt die Micro-Size und so weiter. Und irgendwann bei einem Retracement wäre ich dann wieder kaputt gegangen. Hier war es 7500 mit zum Beispiel 6500. Sehen wir, was hier passierte. Gehe ich etwas schneller, schon wieder raus. Und nur noch mit 15 Kontrakte hier. Also ich war sogar noch nicht fertig mit den 28. Also ich war einfach zu groß, zu dick. Und eine kleine Bewegung, kaputt. Hier, wie gesagt, in der Mitte könnte ich auch schon addieren, wäre ich bei Forex gewesen. Und irgendwann wäre sowas passiert, wo ich mit dem Full Load rausgeschissen wäre. Warum? Weil ich weitergehe, bin ich immer dicker, dicker, dicker
Und die Verluste, die Retracement, die erlebe ich, die erfahre ich mit dem ganzen Fett. Und ich könnte hier in der Mitte von der Retracement schon etwas verkaufen, damit ich leichter gewesen wäre. Okay, aber trotzdem, die ersten Verluste verliere ich mit dem großen Kontrakt. Also irgendwann wird es klappen, aber man kann nicht sagen, wann. Und sowas ist sicher psychologisch nicht einfach. So, also, wie bei Put-Optionen von Nassim Taleb, haben wir gesehen, es kann funktionieren, aber alles muss perfekt sein. Und Perfektion ist nicht einfach zu finden. Und es ist also mehr zufällig als aufgebaut. Und wenn man bei Glück arbeiten muss, wird es schwierig. Ich glaube, dass es nicht die richtige Lösung ist. Also für mich sicher nicht. Ich habe mein Trading aufgebaut, sodass es regelmäßig funktionieren kann. Also sicher verdiene ich nicht jeden Tag. Manchmal habe ich auch Verlustmonate. Das ist kein Geheimnis. Aber im Schnitt auf dem Long Haul, wie die Amerikaner sagen, verdiene ich Geld. Das habe ich mit automatisiertem Trading aufgebaut. Kannst du hier unten beim Link registrieren, wenn du etwas mehr lernen willst, wie das geht. Das ist gratis, beim Link da unten. Und oder sonst abonniere meinen Kanal. Hast du noch nicht getan. Aber wie gesagt, das Ganze ist so, dass es als Geschäft gesehen ist von mir. Ich liebe Trading und das ist also mein Beruf. Ich bin glücklich, dass ich als Beruf etwas habe, was mir gefällt, wirklich gefällt. Aber das sehe ich so, das ist mein Beruf, das ist mein Geschäft, das ist meine Firma. Ich suche nicht das Glück-Trade, das beste Trade des Lebens. Wenn es kommt, bin ich natürlich zufrieden, aber ich suche nicht, das zu maximieren. Das ist ein Ansatz, was normalerweise gefährlich ist. Nehme an, auch, es gibt Leute, die haben Rohöl bei knapp über null gekauft, weil sie denkt haben, dass es niedriger als null nicht gehen konnte. Und du weißt, glaube ich, die waren falsch. Es hat an dem Tag an minus 37 minus geschlossen. Ein Kerl hat mir geschrieben, er hat jetzt riesengroße Probleme mit seinem Broker. Die Position wurde nicht geschlossen und die belangen jetzt das extra Geld von ihm. Er hatte das bei 0,15 oder sowas gekauft. Der dachte, das war mein Lotto-Trade. Es war kein Lotto-Trade und er hat sogar noch sehr viel verloren und hat jetzt sein Traum ist jetzt ein Albtraum. Aber wie gesagt, wenn man einen Ansatz hat, was regelmäßig geht, das kann man kontrollieren, das kann man verbessern, aber man hat es unter Kontrolle wie ein Plan. Wenn man nur das Lotto-Ticket kaufen will, dann am besten kauft man ein Lotto-Ticket und nicht im Markt, weil die Märkte sind frustrierend, wenn man das sucht, und gefährlich, wie zum Beispiel beim Rohöl. Das war's, Leute. Ich hoffe, du findest dein Lotto-Ticket beim Trading oder bei der Lotterie oder irgendwo, aber ich hoffe, du hast verstanden, dass es besser ist, dieses Risiko oder dieser Traum nicht im Trading zu haben, weil es nicht so einfach ist und psychologisch ist es zu schwer zu halten und auch manchmal wird es schwieriger nach dem Geld, weil es mehrere Probleme gibt als gedacht. Das war's. Wir treffen uns nächstes Mal. Kommentiere, ob du das große Gewinn schon hast. Wenn du das gewonnen hast, was machst du denn hier auf YouTube? Oder wenn du auch Erfahrungen hast in diesem Bereich. Ciao Leute, bis nächstes Mal. Ciao von Andrea Unger aus Italien.